So, herzlich willkommen an diesem Fußballabend. Vier Spiele an diesem Tag heute und das nächste, das dritte erwartet uns und es ist endlich das Spiel, das uns zeigt, wie viel der Sieg der deutschen Mannschaft über Nordirland von gestern Abend, wie viel er denn jetzt wert ist, denn jetzt kommen die Konkurrenten ins Feld. Irland gegen Israel. Irland, die Mannschaft, die wir noch kennen von der Euro 2012. Viele Fans in diesem Stadion, aber es ist eigentlich relativ gut verteilt auf viele Fans der israelischen Mannschaft. Und die kennen wir ja auch noch vom Spiel gegen die deutsche Mannschaft, die sich als großer Problemfall für uns entwickelten, offenbarten. Die deutsche Mannschaft hatte große Probleme, durch dieses Abwehrbollwerk durchzukommen. Wenn sie das gegen Irland heute auch so machen, ist es nicht ganz so schlimm, denn Irland spielt so ähnlich. Von daher wird es spannend sein, wie sich das entwickeln wird in diesem Spiel, denn es sind zwei eher defensiv spielende Mannschaften, die heute aufeinandertreffen. Und Israel wird anstoßen, die bei diesem Turnier dabei sind. Das ist auch für die israelische Mannschaft nicht ganz selbstverständlich, bei Turnieren dabei zu sein. Eigentlich ist man immer in irgendwelchen größeren Mannschaften gescheitert und heute spielt man bei diesem großen Turnier in Deutschland hier mit. Und wenn das so bleibt, dass das Turnier mit 32 europäischen Mannschaften ausgeführt wird, wird man sich sicherlich auch in zwei Jahren beim nächsten Turnier wieder dabei sein können. Und wo wir gerade dabei sind, in zwei Jahren, die Entscheidung wird im Laufe des Turniers bekannt gegeben, wo denn dieses Turnier stattfinden soll. Doyle. Für die Iren. McGeady. Und das ist Whelan. Keen, kein Abseits. Nochmal Whelan. Also, die Abwehr der Israels-Mannschaft steht wie immer ganz tief hinten drin. Und das ist für die Iren gar nicht so einfach. Denn die spielen ja selber auch, dass sie eher warten, bis der Gegner einen Fehler macht. Also, zwei defensive Mannschaften, die aufeinander spielen, das ist auch nicht so oft aufzutreffen. Ben Ayoun. Yossi Ben Ayoun von der Chelsea. Einer der bekannteren dieser Mannschaft. Cohen. Einwurf Israel. Ben Ayoun. Rafaelov. Bei Brügge und Jake Given muss das erste Mal den Ball haben vor seinem Torhüter auf der anderen Seite, vor Dudu Awate von Mallorca, spielt nicht in Israel im Gegensatz zu seinen anderen Kollegen, zu Harush und Amos. Ich muss ab und zu hier mal nachgucken, bitte verzeihen Sie mir das, aber Israel, das ist eine Mannschaft, die man nicht allzu oft spielen sieht. Daher ist es etwas ganz Neues, auch solche Mannschaften spielen zu sehen. Und die Informationen zu solchen Mannschaften, die sind halt nicht so sitzend wie die bei der Deutschen, bei den Standardmannschaften Spanien, Italien, Kroatien. Aber viele Spieler eigentlich unbekannt in Deutschland. Ja gut, Yossi Ben Ayoun natürlich ist bekannt. Der Arsenal spielt, ja. Vital Schechter ist natürlich noch bekannt. Beim ersten FC Kaiserslautern. Also Andrews. Keith Andrews. Whelan! Ein Schuss der Iren. Der erste in dieser Partie. Und wir haben immerhin schon 21 Minuten gebraucht für diesen Moment. Doyle. Jetzt haben sie Platz. Robbie Keane. Duff. Nochmal Keith Andrews. Whelan. Robbie Keane. Schöne Ballstaffette. Schöne Ballstaffette. Keane! 1-0 für Irland. Meine Güte, war das ein Hammer. Meine Güte. In den Winkel. Das müssen wir gleich nochmal sehen. Das müssen wir uns nochmal angucken.
wie Robbie Keane da diesen Doppelpass mit Whelan, meine Güte, hämmert der dem das, hämmert der Uruguayer den Ball um die Ohren, der hat natürlich keine Chance, Irland führt also und ja, und die Stimmung hier in Gelsenkirchen in der Arena auf Schalke, wie sie für dieses Turnier heißt, die ist natürlich jetzt gerettet nach dem verhaltenen Start der irischen Mannschaft. Dann Einwurf Israel. Abzuschreiben sind sie nicht. Aber ob es hier fürs Weiterkommen reicht, zweifle ich mal stark an und nehme an, da sind sie meiner Meinung. Kohn spielt bei Nürnberg, auch daher bekannt. Also einige von diesen israelischen Spielern, die sind bekannt. Kohn bleibt am Ball. Kohn, das ist Hemet und der Nachschuss von Kohn, ja meine Güte, da war das Tor noch kurz Zeit offen. Nochmal Kohn, Kayal und wieder ist Jay Given da und jetzt gibt es Ecke. Und das war eben eine der größten Möglichkeiten, angereiht hintereinander, Benayoun, die Ecke. Jetzt mal ein Befreiungsschlag der Iren. Oh, da war eben das irische Tor, aber ziemlich in Gefahr nach dieser Schusskette der israelischen Mannschaft. Und dann bleibt der Schuss von Kohn da hängen, nicht an Shake Given. Der war schon weg am irischen Abwehrspieler, der zum Glück für die irischen Fans auch längst läuft. Nochmal Hebet an den Pfosten! An den Pfosten! Jetzt ist hier aber alles am Dampf. Freistoß, Irland etwas zu hart eingestiegen da. Gerade eben, also Kaya. Zahavi. Wieder der Sieben. Bonda. Und da ist Yossi Benayoun. Hemet. Meine Güte, spielen die Israelier auf Angriff. Das ist man gar nicht gewohnt. Und so sah es auch in der ersten Anfangsphase gar nicht aus. McGeady wieder eng geblieben. Dann Ward. Doyle. Mit dem 1:0 übrigens wäre Irland im Moment auf dem zweiten Platz und Deutschland wäre vorne. Vor den Iren. Aber wir wissen auch, ein Tor jetzt von den Iren und Deutschland ist nur auf Platz 2. Aber das entscheidet sich erst im zweiten Spiel. Ward! Haben die da Nerven? Haben die Nerven, solche Lücken zu lassen? Beide Mannschaften. Whelan. Jetzt sieht es wieder gut für die aus. Whelan lässt sich da etwas Zeit mit der Ecke. Jetzt die Ecke. Ja. Geklärt von Israel. O'Shea. Erste Halbzeit ist gleich vorbei. Und die Frage ist, gibt es noch einen Angriff für Israel, einen Angriff für Irland? Also, dieses Ding hier, das ist nicht offen, aber das ist ein gutes Spiel dafür, dass Israel jetzt nicht so die Top-Mannschaft ist, die man eigentlich auf ein richtig attraktives Spiel einordnen sollte. Aber Irland, das ist halt, das sind zwei Mannschaften, die normalerweise darauf warten, der Gegner greift an. Und wenn sie das heute so machen würden, würde es keine Angriffe geben. Von daher dieses 1:0 und dieses offensive Spiel, das ist schon ein Wunder. Kaya, der Siebener, jetzt hat er die Möglichkeit. Rafaelov. Kohn. Gerson. Nochmal Kohn. Iren dazwischen. Und die erste Halbzeit hier in Gelsenkirchen ist um. Und das war doch ein gutes Spiel, nachdem wir heute Mittag ja schon ein gutes Spiel Ungarn gegen Portugal. Also, wenn es so weitergeht in diesem Turnier und dann nochmal meiner Meinung nach ein paar mehr Tore fallen wird. Immerhin 2:1 Deutschland-Nordirland. 2:2 Kroatien, Litauen, gut, da waren Tore. 1:0 Portugal, Ungarn und jetzt hier 1:0 nach diesem Hammer. Haben Sie es eben gesehen? Dieser Hammer von Robbie Keane. Und wir machen Pause hier in Gelsenkirchen. 15 Minuten und dann melden wir uns wieder und schauen Sie sich zum Abschluss. Ich dachte, das Tor kommt noch. Bis gleich.